Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil HD Remaster hier mit mir Source Like 3506. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich dieses dumme Hunderätsel hier im Wald abgeschlossen. Und ja, wir haben ein paar nette Geräusche gehört, haben auf jeden Fall Crap dabei. Jo. Und wir haben reichlich Munition und so wie ich das sehe, gar nicht, wirklich gar nichts mehr an irgendwas, was wir irgendwie einsetzen können. Das macht mich ein bisschen traurig. Natürlich haben wir noch unser Windwappen. Und hier bekommen wir jetzt die Winde. Die Winde, die nehmen wir natürlich mit. Okay. Kommt nichts raus, ist alles okay. Wir prüfen die mal. Ah, viereckig natürlich. Das Ende ist quadratisch. Eine quadratische Winde. Ah ja, die Winde selbst ist zwar natürlich nicht quadratisch, sondern das Ende ist quadratisch. So, gehen wir nochmal eben hier hoch. Was war das? Hallo? Oh, da waren Hände sichtbar. Okay. Ich kenne die Zähne, aber egal. Oh. Dobby, ich habe keine Socke für dich. Okay. Autsch. Ich wollte doch nur an dir vorbeigehen. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Das Vieh kannst du jetzt nicht besiegen. Mit jetzt nicht meine ich, kannst es nicht. Oh, das war ein kräftiger Schlag, Fräulein. Hust, hust. Lass mich mal eben meinen Gesundheitsmeter wieder auffüllen. Dankeschön. Und wir machen mal ganz schnell den Ab. Sind wir von hier gekommen? Wir waren. Etwas gehört. Mr. Zimbelman. Wir müssen hier nicht mehr hin, deswegen schießen wir ihn einfach nieder. Komm, Headshot. Headshot, komm. Nein. Oh, Britzel, Britzel. Das war unser letzter Verteidigungsgegenstand. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr geschützt gegen Schaden sein. Von Zombies oder ähnlichem. Wir müssen hier nicht mehr her, deswegen verbrennen könnten wir. Wir haben sowieso kein Feuerzeug dabei, um den zu verbrennen. Aber das ist doch egal, wir müssen hier nicht mehr hin. Das ist schön. Es ist immer schön, Zombies da liegen zu lassen, wo sie hinten dran vorbeilaufen können, ich weiß. Ah ja, genau, ihr. Hier ging es noch rein. Dieser Einrichtung steht geschrieben, wenn der Wind. Oh Gott! Scheinende Sterne am Himmel. Dafür brauchen wir Platz und wir brauchen das Windwappen. Moment. Folgen mich die Krähen oder fliegen die nur weg? Ich will es nicht rausfinden. Um ganz ehrlich zu sein. Natürlich müssen die Hunde wegschauen. Es hat trotzdem keinerlei Sinn ergeben, die Hinweise. Tut mir leid, Capcom, aber da habt ihr irgendwie Scheiße gebaut. Gut, ich muss mal ganz kurz hier meine Skype-Maus überprüfen, aber es sollte euch ja nicht stören. So, denn es geht um Revelations mit dem Semi. Hier geht's jetzt wieder weiter, ne? Wir haben die quadratische Winde. Wir haben da noch das Windemblem, das wir einsetzen können, und das Rätsel. Das ist natürlich ein Rätsel. Wer hätte damit gerechnet? Aber ich kenne nicht die Lösung dazu. Dich nehme ich mal sicherheitshalber jetzt mit. Bloß Kraut mitnehmen? Ja, aber sicher doch, sonst hätte ich das doch nicht angesprochen. Ging's hier lang?
Ja, hier lang. Okay. Jetzt dürfen wir wieder ein bisschen drehen und drehen. Wie wir es aus Resident Evil 5 schon gewohnt sind. Boah, da gab es wirklich viel zum Drehen, ne? Vor allem dann immer so Momenten, oh, schnell, 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 muss schnell gehen, los, schnell. Und wir können die Winde hier einsetzen, natürlich. Aber diesmal dreht sie von alleine. Sie dreht voll am Rad. Beziehungsweise an der Winde. Wir haben Chris immer noch nicht gefunden. Und Wesker auch nicht. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Oh, wir behalten das Ding. Sekunde, muss noch kurz husten. Entschuldigung. So, weiter geht's. Ich entschuldige mich immer, ne? Ich weiß nicht, ich finde das ziemlich unhöflich. Auch wenn es nur menschlich ist. So, noch kommt hier nichts. Das ist okay. Boah, wie schnell sie die Leitern hier hochklettert. Wow. Okay, haben wir hier hinten irgendwie was? Nein. Ich weiß leider nicht, wo alle Munition oder sowas liegt, aber wir haben immens viel Munition. Wir haben über 30 Schuss mit der Schrot, wir haben über 100 Schuss noch mit der Pistole. Es liegt aber daran, dass wir wirklich kaum was bekämpfen. Kann ich den niederschießen? Es wird mir nicht als Option angezeigt, dies anzuvisieren. Oh mein Gott. Jetzt schon. Ich lauf lieber einfach. Ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser herum. What? Die Stromversorgung für den Auszug. Irgendwo muss eine Stromquelle sein. Ja, hier, ne? Die Batterie wurde entnommen. Nein, lass mich in Ruhe. Ach Mann, ich seh von hier aus nichts. Müssen wir eben. So, du bist unten. Du lebst noch. Ich verschwende gerade voll viel Pistolenmunition. Oh, nachladen. Jetzt weiß ich, warum man sich mit den Raben nicht beschäftigen sollte. Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Gesundheit ist noch okay. Moment, ist das dieser? Oh. Ein tosender Wasserfall. Dahinter scheint etwas zu liegen. Oh. Oh. Sekunde. Was, wir können nicht mit zurück? What? Oder markiert das einfach nur ein Fahrstuhl? Hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwie einen Weg außen rum finden. Ich mache gerade Gestiken, die niemand sehen kann. Weil wir müssen das Wasser wieder hochlassen. So viel ist ja klar. Damit wir da durchkommen. Können wir hier durch? Ja. Unten den Fahrstuhl können wir nicht benutzen, weil wir keine Batterie haben. Oh, ich weiß, was in diesem Rätsel ist. Oh, und das sollten wir eigentlich schon holen. Rotes Kraut? Oh, das Schlangen. Glücklicherweise sind die natürlich giftig. Ich wusste schon, warum ich das mitgenommen habe. Wir müssen unbedingt nochmal zurück und das Windwappen da einsetzen. Denn ich will diese Waffe haben. Resident. Okay, das ist nur. Oh, da ist reichlich blaues Kraut. Ein Pflanzenschutzspray scheint leider leer zu sein.
Rechts können wir rein, links nicht. Tür ist verschlossen, auf dem Tisch steht 001. Oh. Sehe ich das richtig, dass da Löcher im Boden sind? Boah, es gibt. Boah! Lass mich los, nein! Nein, nicht schon wieder. Das hat mich ein wenig verjagt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wofür die Kiste hier ist. Ich meine, ich konnte mir vorstellen, dass da jetzt sowas rauskommt, aber nicht, dass es so spät rauskommt. Oh mein Gott. Jill. Jill? Würdest du das bitte dahin schieben? Boah, mein Gott. Das könnt ihr doch nicht machen. Also könnt ihr schon, aber. Ah, da sieht man, das Loch da ist relativ riesig. So, jetzt sollte man wenigstens nicht mehr halb zu Tode gewürgt werden. So, ich hoffe, da ist eine Kiste. Oh, Stille. Oh, Gott sei Dank. Und ein First Aid Spray. Mit der geilen Eimer und ein Seil, das Seil sieht frisch geschnitten aus. Farbband. Oh. Sehr gut. Und ein neues Batteriepack. Nice. Stunwalker. Oh, hier ist Kerosin. Nice. Was haben wir hier sonst noch? Ist noch Kerosin da? Genau, jetzt packen wir erst einmal. Ah, dich behalten wir erstmal, sagen wir so. Da ist das Farbband. Dich packen wir erstmal weg. Das hier nehmen wir mal. So, und jetzt müssen wir unbedingt wieder zurück. Oh, aber dafür. Ah, verdammt, wenn ich jetzt ver. Wenn ich vergiftet werde, bin ich am Arsch. Wenn ich das mache. Ah, gut, dann müssen wir es ein bisschen umständlicher machen. Oh, und das First Aid Spray packe ich schon mal sicherheitshalber in die Kiste. Wer weiß, wann wir hier das nächste Mal wieder vorbeikommen werden. Habe ich jetzt alles hier in dem Raum? Ja, gut. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Wie viel Heilmittel wir noch haben, ne? Brandsätze. Ich fülle mal den Treibstoffkanister wieder auf. So. Pack den aber weg. Oder wir verzichten wir auf das Erste-Hilfe-Spray. Komm. So viel Schaden werden wir jetzt wohl nicht erleiden. Auf dem Weg zurück. Und ich trinke einen Schluck aus meiner Tasse, denn da ist noch warmer Tee drin. Ah, schwarzer Tee. Ceylon. Schmeckt relativ gut. Ich habe wohl noch nie Ceylon-Tee probiert. Ah, na doch. Gut gezuckert. Auf jeden Fall. Ich liebe Tee. Ich bin nicht so der Kaffee-Fan, aber ich liebe Tee. Okay, die kommt links runter. Oder auch nicht. Rotes Kraut sollten wir vielleicht auf dem Rückweg mitnehmen. Ich meine, warum nicht? Dann können wir ein rotes Kraut und ein grünes Kraut kombinieren. Und vielleicht sogar noch ein blaues Kraut. Dann mal so ein komplett Ultra hier. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist endlos viel blaues, also fast endlos viel blaues Kraut. Warum nehme ich eins mit? Achso, ja klar, weil die Giftpassage erst danach kam. Das heißt, auf dem Rückweg könnte ich mir das blaue Kraut sparen. Da. Gut, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich die quadratische Winde nicht mehr brauche. Also, jetzt für den Moment. Boah, diese Grafik ist immer noch so geil. Da geht mir voll einer drauf ab. Nein, eigentlich nicht. Aber die Grafik ist wirklich extrem gut. Beim Remake, also für die GameCube-Version davon, sah das schon ähnlich aus. Und es gibt leichte Veränderungen. Die habe ich sogar schon gesehen.
Beispielsweise bei dem Friedhof, wo wir den Crimson Head Prototypen bekämpft haben, ist in der GameCube-Version sind da Zombies. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Typ, bei dem ich es gesehen habe, im Hard Mode gespielt hat, aber da waren Zombies. Komischerweise. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder ein paar. Oh, wir müssen wieder Krähen erschießen. Ich wünschte, ich hätte ein MG. Ratatatatatat, alle weg. Fand ich bei Resident Evil 4 so witzig. Man konnte ja auch die Krähen erschießen. Man hat Geld bekommen. Ich habe Resident Evil 4 auch noch nicht so weit gespielt. Ich bin bei. Wie viele Gebiete gibt's? Das Dorf, das Schloss, die Ruinen und dann das Labor. Es gibt vier Gebiete ungefähr. Boom, Headshot. Oh nein! Ah, lass mich in Ruhe. Oh Mann, wie viele von euch sind denn hier noch? Och Mann, ich sehe euch doch nicht. Das ist unfair. Ihr hackt. Sollten alle gewesen sein, ha? Dafür ist die Pistole gut. Okay, setzen wir das Windwappen ein. Warte, sind wir im Game-Bereich? Haben wir uns echt so oft getroffen? So, wir haben hier Sonne, Sterne und Mond. Ne, wir sind noch im Grün, okay. Und hier haben wir das Rätsels Lösung. In diese Einbuchtung ist etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale Striche. Könnte das eine Art Symbol sein? Da sehen wir es. Also quasi ein Pause, ein Plus und drei Schräge. Nehmen wir das Mondwappen mit. Wappen eingepasst. Sternwappen. Und das Sonnenwappen. Und überprüfen die mal, vielleicht. Das, also, gut, das hätten sie vielleicht ein bisschen schwieriger machen können, oder? Es gibt einen Schalter, betätigen. Drei hervorstehende Stiche sind zu sehen. Ach, wir müssen die alle quasi einmal drücken, ja? Betätigen, ja. Guckt. Das Unterteil ist wie ein Kreuz geformt. So, also zuerst Mond, dann Stern, dann Sonne, ja. Zwei hervorstehende Striche sind zu sehen. Gut, also dann wollen wir mal. Erst Mond. Dann Stern. Und dann Sonne. Didi. Und wir bekommen. Ein Revolver. Eine Waffe wurde ordentlich hineingelegt. Magnum-Revolver mitnehmen? Ja, aber sicher doch. Und überprüfen wir ihn doch mal. Oh ja. Silver Serpent. Punkt 357 Magnum. Oh. Das Ding hat bestimmt ordentlich Wumms. Magnum-Munition ist geladen. Kannst du das nochmal seit. Oh ja. Oh ja, das sieht geil aus. Ah, könntest du dich dabei nochmal ein bisschen bewegen? Oh ja, Jill, genauso. Hier gibt es sonst nichts. Gut erkannt, Jill. Oh, wir sind bei 20 Minuten, oh mein Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass das so schnell geht. 19. Ich hab. Das waren 5 Minuten! 5! Ich schwör's euch, es waren nur 5 Minuten. Wahrscheinlich realisiere ich es nicht. Und dann beim Rendern sehe ich irgendwie, dass das Charakter die ganze Zeit still dasteht. Still dasteht? What? Still dasteht und auf einmal würde ich sich nichts mehr bewegen oder spielen, oder die ganze Zeit, hä? Dann höre ich so einen Ton.
Brain AFK. Dö. Gut, das heißt, wir haben jetzt, ich denke mal, so ziemlich eine der besten Waffen im ganzen Spiel. Den Revolver. Den Revolver werden wir aber erstmal weglegen, denn den brauchen wir im Moment nicht. So, und ich hoffe, dass sich das jetzt nicht resettet hat, weil wenn doch, haben wir ein kleines Problem. Und dann müssen wir nochmal ganz außen rumlaufen zur nächsten Kiste und talala und tralilali und habt ihr nicht gesehen. Oder wir könnten wieder in das gruselige Haus rein. Okay, da geht schon erstmal rückwärts. Die Leitern sind aber irgendwie voll riesig, ne? Ich hasse Leitern. Wenn es eins gibt, was ich in Wirklichkeit hasse, also im echten Leben hasse, sind es Leitern. Ich habe jetzt nicht gerade so allzu große Probleme mit der Höhe. Aber es kommt eigentlich immer drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Glaskuppel stehe, denke ich mir schon, oh, ist das hoch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Sessellift bin oder so, dann denke ich mir, nein, bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen. Ja, so in etwa. Und auf Leitern finde ich so extrem unsicher. Ich meine, man braucht nur einmal abrutschen oder die Leiter kippt und das war's für dich eigentlich. Vor allem für mich mit meinem Rücken. Rotes Kraut ist eher so wie orangenes Kraut, egal. Wir haben die hier noch nie überprüft, ne? Ein einheimisches Kraut dieser Region. Das hilft mir sehr gut weiter. Ein einheimisches Kraut dieser Region. Das ist natürlich noch besser. So, dann müssen wir erstmal so, dann können wir das mal überprüfen. Some crack. Eine Mischung aus grünen und roten Kräutern. Man nennt es auch Meth. Okay. Kombinieren wir es auch damit. Und prüfen das mal. Oh Mann. Jetzt sieht es eher aus wie Tabak. Eine Mischung aus grünen, blauen und roten Kräutern. Es heilt einen komplett. Hallo Snakes. Solange wir nicht von denen getroffen werden, ist alles in Ordnung. Und die Schlangen haben nicht hundertprozentige Chance, uns zu vergiften. So, wir haben noch ein paar Minuten. Da wir auch noch Platz haben, nehme ich einfach mal zwei Stück von denen hier mit. Auf dass wir davon noch was in unserer Kiste haben. Oder schauen wir mal, räumen wir mal ein bisschen die Kiste auf? Nein, just kidding. Gut. Weil wir sollten uns weise überlegen, was wir mitnehmen sollten. Wir haben schon extrem viel Zeug, ha? So, ich denke, das reicht eigentlich, ne? Ja, ach, die Winde. Ich weiß nicht, ob wir die Winde hier drin gebrauchen können. Wir haben die Kiste in Reichweite momentan. Sehen. Ach komm, beenden wir jetzt die Folge, dann mache ich hier gleich weiter. Okay. Dann verschwende ich auch keine Zeit mit dem Farbband wegtun, weil das mache ich dann gleich offscreen noch schnell. Vielleicht sollte ich offscreen schnell noch ein bisschen die Kiste, das Heilzeug und sowas in Reichweite ist. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik in jeglicher Weise sind wie immer erwünscht. Nein, ich will es nicht verwenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schönen Abend noch.